Das Café Centro in Grigach am Hauptplatz ist eröffnet. Ein Glasl Sekt zum Anstoßen war gratis. Ein junges Team ist bemüht, Ihnen den Kaffeegenuss mit guter Mehlspeis, Imbiss für den kleinen Hunger und ein Ambiente, wo man sich wohlfühlt, zu bieten. Frau Bürgermeister gratulierte dem jungen Gastronom und seinem Team für die gelungene Neugestaltung. Das sind einfach die schönen Momente im Leben eines Bürgermeisters, muss man sagen, wenn man ein Geschäft eröffnen darf, wenn das wieder weitergeführt da wird, weil das ist einfach ein wunderschönes Platzerl da am Hauptplatz. Und ich muss sagen, ich bin der Familie Balukai sehr dankbar, dass quasi dieses Geschäft übernommen haben, dass mit neuem Leben erfüllt wird, dass da wirklich qualitätsmäßig ein hochwertiges Kaffeehaus, in Zukunft der Eissalon, einfach da eingerichtet wird und einfach das Ganze da mit Leben erfüllt ist und da die Frequenz wieder da passt am Hauptplatz, weil es wäre wahnsinnig schade, wenn dieses Lokal da leer gestanden wäre. Ein Sitzgarten auf der überdachten Terrasse für die warme Jahreszeit sowie eine getrennte Raucher- und Nichtraucherzone macht dieses neu eröffnete Café Centro mit Blick auf den Grigacher Hauptplatz besonders attraktiv. Grigachs Pfarrer Schwingenschuh war ebenfalls zur Eröffnung gekommen, um den göttlichen Segen zu erbitten. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag 9 bis 23 Uhr, Sonn- und Feiertags 9 bis 21 Uhr. Café Centro in Grigach Hauptplatz, ein gemütliches, freundliches Café, und sich Nick Bolukai und sein Team wünschen: Willkommen im Centro. Wir wünschen uns viele liebe Gäste.